Wie passen das Flight Levels Modell und Objectives und Key Results eigentlich zusammen? Das ist Bob. In seinem Arbeitsumfeld macht man jetzt OKRs und über die Anwendung des Flight Levels Modells denkt man auch nach. Ob das zusammenpasst oder macht man dadurch Dinge doppelt? Kommt er bei dem ganzen Aufwand überhaupt noch zum Arbeiten? Bob, wir können dich beruhigen. Flight Levels und OKRs passen gut zusammen. So wie Steak und Kartoffeln. Sie sind unterschiedlich, ergänzen sich aber gut. Bob beschäftigt sich näher mit dem Thema und lernt, dass OKR und Flight Level 3 dem gleichen Zweck dienen. Beide wollen strategische Ziele in die Umsetzung bringen. Das heißt, sie kümmern sich um die Fragen, wo wollen wir hin, was wollen wir tun, um dorthin zu kommen und wie messen wir, dass wir unserem Ziel näher kommen. Bei OKRs und Flight Level 3 finden wir Ziele, mal Objective, mal Outcome genannt, die auf einem Board visualisiert werden. Beiden ist gemein, dass man mittelfristige und kurzfristige Ziele formulieren kann. Bob versteht die Key Results als Messgrößen, die ihm sagen, ob er seinem Ziel näher kommt. Das deckt sich prima mit der Flight Levels Aktivität Fortschritt messen. Die Aktivität Fokus schaffen gibt es auch, da nur eine begrenzte Anzahl von Objectives und Key Results verfolgt wird. Auch agile Interaktionen aus dem Flight Levels Modell kann Bob bei OKR erkennen. Sich regelmäßig vor dem OKR-Board versammeln und schauen, wie weit man in der Umsetzung der Ziele ist, Probleme und Überraschungen diskutieren und Lösungen finden, aber auch die Ziele selbst und den Zieleprozess reflektieren und gegebenenfalls anpassen. Toll, denkt Bob. Das ist ja recht ähnlich. Gibt's denn auch Unterschiede? Ja. Bob sieht, dass ein Flight Level 3 Board nicht bei den Zielen oder Objectives aufhört. Vielmehr sehen wir hier auch konkrete Aktionen, die wir starten wollen, um die Ziele zu erreichen. Zudem schaut das Flight Levels Modell auch darauf, wohin die Arbeit vom Strategieboard aus fliegt. Zudem sind die Interaktionen zwischen den verschiedenen Flight Levels elementare Bestandteile des Modells. Bob fasst für sich zusammen. Ein Flight Level 3 System kann auf OKR-Logik basieren, muss es aber nicht. Das Denken in Outcomes der OKRs bietet eine tolle Grundlage für Flight Level 3. Wenn man sie mit Aktionen zur Umsetzung verbindet und die Interaktionen mit Flight Level 2 und 1 Systemen sicherstellt, hat man ein erstes brauchbares Flight Level 3 System. Fazit: Steak alleine schmeckt gut, Kartoffeln auch. Aber es spricht nichts dagegen, beides miteinander zu kombinieren.